So, die öffentliche Bibliothek haben wir ja auch schon. Jetzt gucken wir mal, worum wir uns noch kümmern müssen. Wir haben ja, wie gesagt, auch noch die Möglichkeit, so einen komischen Hafen zu bauen. Der ist allerdings relativ teuer. Wir könnten uns zwar gleich leisten, aber ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht. Wo kommst du denn her? Kommt aus Wesseling? Haben wir in Wesseling einen Hafen? Haben wir in Wesseling einen Hafen? Ja. Okay, komm, was soll's. Ach, wir gucken einfach mal, ob's was bringt. Vielleicht funktioniert es ja sogar tatsächlich. Wir bauen jetzt hier so einen Hafen hin. An dem Hafen können die Leute auch parken. Das heißt, wir brauchen da keinen Park-and-Ride oder so ein Gedöns. Was wir natürlich noch gut machen können, ist eine Bushaltestelle hinsetzen, damit die Leute mit dem Bus hinfahren können. So, wichtig bei diesem komischen Ding ist, man muss den erst wieder anschließen. Das heißt, er ist nicht automatisch. Oh Gott. Flachs mich nicht. Nicht automatisch an die Straße angeschlossen, wenn man ihn daneben baut. So. Jetzt ist er angeschlossen. Und die Leute sollten damit pendeln können. Und jetzt will ich es wirklich wissen. Hab ich drüben in Wesseling ernsthaft schon einen Fährhafen? Ich meine, ich habe es ja eben angesprochen, aber ich habe es nicht gebaut, oder? So, ich sehe hier beim besten Willen nirgendwo einen Fährhafen. Denn den könnte ich ja höchstens hier bauen. Was total bescheuert ist, da müssen die Schiffe immer hier außen rumfahren. Aber ja, anders geht das nicht. So. Wir gucken mal, wir haben ja nicht wirklich viel Kohle. Das heißt, wenn ich jetzt anfange hier irgendwie. Ja, ausreichende Nivellierung. So, das Problem ist, dass dieser doofe Fährhafen alleine schon 31.000 kostet. Bis ich die hier zusammen habe. Ich könnte ja einen Kredit nehmen, um das zu bauen, ne? Könnte ich theoretisch machen. Ich gucke mir erstmal kurz die Versorgung von Wesseling an. Die sieht ganz gut aus. Naja, Müll ist ein bisschen eng. Stellt sich die Frage, ob das wirklich knapp wird mit den Müllwagen oder einfach nur daran liegt, dass der Tag noch relativ jung ist. Denn ja, die fahren ja am Anfang los und erst wenn die Abfuhrschicht beendet ist, zeigt sich, ob alles weg. Das schaffen die ja wohl locker hier. Noch die paar Tonnen da. Hier ist noch was. Leute, fahrt mal darüber. Du fährst mal bitte hier lang. Du fährst hier lang. Drehen. Ja, schön. So. Und eigentlich sieht das hier jetzt meiner Meinung nach ziemlich leer aus. Die dürfen jetzt alle zurückfahren und dann müssten wir die 999 hier geschafft haben. Denn hier ist kein Müll mehr. Man sieht auch, die fahren zurück. Oh ne. Ja. Wahrscheinlich haben wir jetzt nur von dieser Abfuhrschicht alles geschafft und von der letzten nicht oder so. Und deswegen, ach. Ich verstehe es nicht, aber wir sehen hier keinen Müll. Müsste eigentlich astrein funktionieren. Die dürfen gar nicht meckern. So, Feuer ist angeblich ein Problem. Warum denn? Es ist nur ein Brand im Gang und die Feuerwehr steht darum. Hinter der Polizei, die hier anscheinend irgendwen festnimmt, kommt deswegen jetzt wahrscheinlich zu spät zu dem doofen Brand und die Hütte fackelt ab. Oh Mann. Das ist auch so eine Sache. Einsatzkräfte wie Feuerwehr, Polizei und Krankenwagen müssen warten. Die stehen im Stau, die anderen fahren nicht auf Seite. Die warten bei einer roten Ampel. Die warten an Kreuzungen, wenn die anderen gerade Vorfahrt haben. Es ist so. Ach. Es macht keinen Sinn. Es sind einfach so ein paar Kleinigkeiten. Hier sind so viele super Ideen in diesem Spiel. Leute fixen, fixen, fixen. Also nicht im Sinne von Löffelchen und Feuerzeug, ne? Sondern Bugfixen. Bitte, bringt's in Ordnung. Es hat so ein Potenzial, dieses Spiel. Und es sind so viele Sachen, die einfach zu ändern sind und das Spiel wirklich eklatant verbessern würden. Also wahnsinnig verbessern würden.
So, was mich jetzt interessiert ist, was hatten wir hier für Bodenschätze? Was war das? Kohle? Da ist Kohle. Und hier ist Erz. Wir fangen jetzt hier einfach an. Es ist... Ach, oh Mann. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach einen Mörderkredit auf. Aber wahrscheinlich kriegen wir dann wieder nicht genug Arbeiter. Ne? Ich sehe es schon kommen. Wie ist es denn hier? Was sagt die Industrie? Kann man hier sehen, wo die wo Arbeiter sind? Nein. Kann man hier kann man auch nicht sehen, wo Arbeiter fehlen. Wir gucken mal, wie glücklich sie sind. Und dann sehen wir schon, die Kunden fehlen. Grundstückspreise sind mir erstmal relativ latten. Park, ja, das sind ja alles hier Einwohner. Hier ist ja wichtig. Brauchen Abnehmer, brauchen Arbeiter. Ach nee, haben inzwischen Arbeiter. Brauchen Abnehmer, haben inzwischen die Arbeiter. Und ja, okay, also inzwischen haben sie alle Arbeiter. Sieht nicht so aus, als ob wir hier wirklich unbesetzte Betriebe hätten, in denen keine Arbeiter vorhanden sind. Also eigentlich können wir das hier weiter ausdehnen und wir können anfangen, hier unsere Kohle und unser Erz abzubauen. Teurer Spaß. Richtig teurer Spaß. Das Problem ist, die Kohle könnten wir natürlich, wenn wir hier ein Kohlekraftwerk bauten, könnten wir die hier verwenden. Das ist ja gar kein Problem, dann können direkt die Kohle ins Kraftwerk, wir machen Strom draus, juhu. Mit dem Erz könnten wir allerdings dann nichts anfangen. Wir können aber auch überschüssige Kohle und Erz verkaufen. Dazu müssen wir aber dann wieder hier das Handelsdepot bauen. Wir können allerdings auch, allerdings leider erst später, aus dieser Kohle und dem Erz mit einer Schmelzhütte Legierungen machen. Wir können auch nur aus Erz direkt Eisen machen. Naja, das wird dann wahrscheinlich irgendwie mit Strom verfeuert. Was weiß ich. Wie auch immer die das machen. Also wir können dann Metall und Legierungen draus machen und die auf dem Weltmarkt verkaufen. Die müssten ja eigentlich viel mehr wert sein. Ich weiß nicht, wie das jetzt mit den Marktpreisen hier funktioniert, solange die Server runtergefahren sind. Später kriegen wir auch hier ein verbessertes Kohlebergwerk, womit wir dann noch mehr fördern können. Und in der Metallzentrale kriegen wir noch ohne Ende Extras, wenn wir uns jetzt auf Metall spezialisieren. Und ich würde vorschlagen, das tun wir auch. Ja, was müssen wir dazu tun? Erstmal Kohle haben. Also nicht die Kohle da unter der Erde, sondern die hier unten. Nehmen wir einen Kredit auf oder nicht? Ach. Ja, wir bräuchten so ungefähr 60.000, ein bisschen mehr. Das heißt, hier würde uns so ein 50.000er Kredit vielleicht sogar erstmal reichen. Wir müssten in der Stunde 347 zurückzahlen. Das sollte noch machbar sein. Komm, aufnehmen. Jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Kohle und können uns überlegen, wie wir das genau machen. Kohlebergwerk. Am besten wäre das, wenn das direkt hier stünd. Da, so, auf diesem Fleck. Okay, wir nehmen uns also unser Straßentool. Kommt das hin? Besser wäre es, wenn es... Gefällt mir noch nicht so hundertprozentig, weil wir an das Kohlebergwerk auch noch was anbauen können. Das ist ein bisschen blöd, dass man das jetzt nicht ohne Straße hinsetzen kann, irgendwie, und dann nachträglich die Straße ziehen. Deswegen mache ich jetzt erstmal einen Feldweg, den wieder wegzumachen, ist nicht so teuer. Und upgraden zu einer Straße kann man ihn immer noch. So. Hier ist es eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich überlege gerade. Ah, nee, komm, das passt schon so.
zu viel rumtunen wollen wir jetzt auch nicht. Okay, wir haben unser Bergwerk. Jetzt, also unser Kohlebergwerk. Jetzt brauchen wir noch ein Erzbergwerk. Ein Erzbergwerk, optimal wäre das. Wenn wir das... Moment, ich muss gerade mal überlegen. Auf der Seite hier ist der Ausgang. Wir bauen es im Idealfall. Ich glaube wirklich... im Idealfall ein bisschen schräg. Und zwar indem wir von hier eine Straße da rüberziehen. So. Wir probieren das mal aus. Wenn wir von hier... Sieht ein bisschen komisch aus, aber... Unter Umständen könnte das Sinn machen. Ja, komm, das passt schon so. So. Es geht mir einfach um den Ausbau, wenn ich dann auch weitere Fördertürme dran baue. Denn die Fördertürme bei dem Erz- und dem Kohlebergwerk kann man leider immer nur direkt ans Gebäude bauen. Bei dem Ölförderturm hier, bei der Ölquelle, kann man die auch über diese kleinen Servicestraßen, über diese kleinen Wege auch von dem Hauptgebäude entfernt aufstellen. Das geht hier bei denen leider nicht. So, gucken wir mal, was der von uns will hier mit dem Erz. Wir können die Roherzgewinnung sowie die Lieferzeiten verbessern, indem wir unser Erzbergwerk bearbeiten. Hier, schauen Sie. Ja, das kann ich machen. Ich kann, wie gesagt, hier noch so ein Fördertürmchen dran bauen, da oder da. Und deswegen habe ich das an die Position gesetzt, damit ich hier eins dran baue und dann die Abdeckung eigentlich relativ gut ist. Wir können hier die Garage für Erztransporter bauen. Und diese Erztransporter transportieren dann das Material zu den Handelsdepots. Und da kann es dann verkauft werden. So, wir haben aber ja schon hier so einen kleinen... Ne? Am Anfang reicht er erstmal, weil so viel Erz noch gar nicht befördert werden kann, dass er das nicht schafft. So, wir hatten hier keine Schienen. Ne? Wir hatten hier auch nur Wasser. So, wenn wir nachher auf die Idee kommen... unsere Waren auch übers Wasser zu transportieren. Dann müssen wir das hier unten tun, dann müssen wir echt eh noch ein bisschen umdenken. Jetzt am Anfang haben wir sowieso keine Möglichkeit. Handel, tada, wir brauchen ein Kohlelager, richtig. Wir gehen, denke ich, am besten einfach mal hier so rüber. Die Position ist gar nicht so schlecht. Von hier aus können die Wagen relativ schnell hier hinkommen, um... Also die von dem Erzbergwerk können relativ schnell dahin kommen, um es da abzuliefern. Die vom Kohlebergwerk haben auch nicht so das Problem und von hier aus können die auch ganz schnell abgeholt werden, so für den globalen Markt. So, was wir hier brauchen, ja. Wir brauchen ein Roherzlager und wir brauchen ein Kohlelager. So, und jetzt können wir sagen, ich glaube das Ganze, ich mache das ja immer hier, ich markiere das und gehe dann hier auf das Bearbeiten und so. Mit Doppelklick kommt man direkt zu bearbeiten, das ist schön. So, jetzt können wir hier diese Weltmarktlieferungen bearbeiten. So und so. Beides exportieren. Wir exportieren jetzt erstmal Kohle und Erz. Weil wir es ja noch nicht weiterverarbeiten können. Und wir werden über einen längeren Zeitraum beobachten können, dass das echt Geld bringt. Also, so Ressourcen verkaufen ist eine super Sache. Und das ist sowohl beim Fördern der Ressourcen aus der Erde, wie hier jetzt bei Kohle und Erz oder auch Öl, ist das eine super Sache, wobei die Ressourcen natürlich irgendwann weg sind. Aber auch das Recycling ist genial. Also man kann sich auf sowas spezialisieren, also auf die Förderung und die Verarbeitung von irgendwelchen fossilen Energieträgern oder Erzen oder auf die Bildung. Wenn man sich auf Bildung konzentriert, kann man nachher halt wunderbar recyceln. Und in beiden Fällen kann man echt ganz gut Geld machen. So, sorry, ich muss noch mal ein Schlückchen trinken. Ja, hier, Abwasserendrohr. Das ist voll ausgelastet, ne?
Ja, wir sehen's. Wir bauen noch eins. Hier drüben. Weg mit der Gülle. Hoffentlich haben wir hier nicht wieder das Problem, dass er die ganze Zeit meckert. Weil das hier ausgelastet ist. Weil jetzt alles nur zu dem hier fließt und da nichts ankommt. Und erst wenn das komplett ausgelastet ist, fließt es weiter zu dem. Wahrscheinlich wird es wieder so kommen. Ich bin mir fast sicher. Warum bezieht er das eigentlich von da und nicht von da? Das steht doch an der Straße hier. Naja, ist relativ egal. So, hier haben wir auch schon wieder ein bisschen Stau. Ich finde es teilweise echt total bekloppt, dass diese Ampelphasen, die nerven einfach. Aber egal. Okay. Wir gucken mal, was wir hier so fördern. 6 Tonnen, 6,3. Also die sind fleißig dabei und fördern hier ihre Erze. Hier haben wir noch nichts, weil erst ab 5 wird das transportiert. Ich glaube, ein so ein Transporter, also jetzt gleich sollte das irgendwann rüberbringen. Ja, hier müsste schon was geliefert worden sein. Das ist ja auch schon da, genau. Kohle sind schon 5 Tonnen da. Ich glaube, so ein kleiner Transporter, der kann immer 5 Tonnen transportieren. Und verkauft wird es nachher in 10 Tonnen Blöcken. Ja. Das heißt, immer wenn wir hier 10 voll haben, kommt irgendwann so ein tolles Fahrzeug vom freien Markt an, also von der Handlung, vom Weltmarkt. Holt das ab und wir kriegen das Geld dafür. Und das ist gar nicht so wenig.